Lalalalalalalalala. Ja, stellt euch mal vor, das müsste man jetzt alles manuell machen und jedes Mal diese blöde Animation sehen, wo sich die Waffe 12 mal im Kreis dreht. Das ist doch echt nervig. So, machen wir noch einen letzten Sockel rein. Schreiben hier nochmal die Moonstone-ID rein und wir nähern uns dem Ende. The end is near. Komm schon. Das letzte Damage Increase. Ja, das dauert viel zu lange. Ich hätte einfach nur... Ja, damals. 36%. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit eine V-Mod Weapon plus 10 mit 9 Sockeln. Einen 10. Sockel hätten wir uns auch noch holen können. Mit nahezu perfektem Awake und allen 5 Edelsteinen drin hergestellt. In sehr, sehr kurzer Zeit. Ungefähr 12, 13 Minuten. Wenn wir das hätten geupgradet. Ne, nicht 12, 13 Minuten. Meine Aufnahme zeigt mir das zwar an, aber wir haben ja am Anfang noch die Position gemacht. Also wirklich, in sehr, sehr kurzer Zeit haben wir das gemacht. Wobei wir damit dann schon bei dieser Vorstellung dieses Features fertig wären. Aber da haben wir noch mehr gemacht. Das war noch längst nicht alles, Leute. Item Creation, Item Usage, Awake, Gem. Ja. Ja, da haben wir es ja. Desired Name. Wolltet ihr schon immer mal einen besonderen Namen haben? Tomsor ist doch langweilig oder Tom94. Was haltet ihr denn von? Hier, unter Desired Name schreiben wir einfach mal nix rein. Wir benutzen eine Scroll of Name Change. Oh, what the fuck? Unser Name ist nix. Damit ihr das besser seht und damit ihr den richtigen Namen von uns seht, schalte ich mal den kleinzeitigen Admin Authentication aus. Und, gibt's irgendwo ein Asria-Ticket? Irgendwelche Tickets will ich haben. Misc-Shop, Dingens-Shop, da war der Scrolls-Shop. Guck mal her. So, hat's hier ein Ticket überhaupt? Ne, also hier hat's kein Ticket. Oder ich bin total blind. Ne, hier hat's eindeutig kein Ticket. Ja, ich glaube, die waren dann im Fashion Shop, kann das sein? Ja, jetzt suche ich hier die Shops durch nach Tickets. Ja, wir müssen einfach die Map wechseln. Und sobald wir die Map gewechselt haben, geht dann nämlich der Admin North weg, wenn wir es ausgeschaltet haben. Ja, der Admin North ist weg. Wir bleiben jetzt auch mal hier in Coral Island. Und ihr seht, wir haben keinen Namen. What the fuck? Wir chatten mal. Ihr seht, wir haben keinen Namen. Hurra! Und jetzt, ja. Wir könnten natürlich uns jetzt einen Full-Shout machen und noch so ein Item erstellen, dass wir unsere Farbe im Chat ändern können, dann ein bisschen spammen. Vielleicht noch unseren Shout grün machen mit dem Lord-Dingens, aber das lassen wir mal. Desired Name nix. So, das findet ihr schon cool. Wir können uns zum Beispiel, ich meine, wenn ihr das cool findet, dann schaut euch mal das hier an. Eckige Klammern. Hexor. Tom. Wow, mal gucken, was jetzt passiert. Test. Hey, wir haben Sonderzeichen im Namen. Wow, ist doch toll, ne? Aber das ist immer noch nicht alles, denn ich mach mal dieses Zeichen hier rein. Ich werde kein Pound, normal ist das kein Pound-Zeichen, allerdings habe ich einfach dieses Zeichen benutzt, weil ich das nie verwende. Das wird später mit einem Zeilenumbruch ersetzt. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Tom? Rocks. Ich habe jetzt einen Zeilenumbruch vor den ersten Buchstaben, damit sie untereinander sind, richtig? Und dann, zwischen jedem Buchstaben einen Zeilenumbruch, außer dem Wort Rocks. Und wenn ich jetzt eine Scroll of Name Change benutze, da ist es eigentlich egal, was wir bei der Scroll of Name Change reinschreiben. Oh, wir haben einen Namen, der hochkant ist, na? Das ist was Tolles, oder? Tom Rocks. Also, mir gefällt das. Den Namen könnte ich behalten. Den hat auch niemand. Was übrigens ganz witzig ist, wenn man keinen Namen hat, ist nicht so einfach für irgendwelche Gamecast oder so einen zu bannen, fällt mir gerade so auf. Ich meine, Slashman gar nichts kann man ja nicht eintippen. Beziehungsweise in der DB nach in der Datenbank nach nix suchen, könnte auch schwer werden. Ja, okay, wobei man in der Datenbank wahrscheinlich eine anständige Prozedur relativ fix schreiben kann. Wobei, wer weiß, ob das alle Admins können. Auf jeden Fall verabschiede ich mich, ich ohne Namen, verabschiede mich von euch und bleibt gespannt. Mehr Features werden kommen. Wir sind noch längst nicht all out gegangen mit den Dingern. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, damit die Sachen einzubauen, die wir rausfinden. Wie auch immer. Ich verabschiede mich. Bleibt gespannt auf die nächsten Features. Tschö, tschö und mit Ö und so weiter.